So, hier gibt es jetzt eine Teepause. Genau das habe ich gesucht. Am Wasser, in der Sonne, mit einem geilen Blick. Hier mal jetzt eine halbe Stunde Pause, dann geht's weiter. Ich bin auf dem Weg nach New Glasgow und laut Navi dauert das noch knapp 3 Stunden, obwohl das keine 200 Kilometer mehr sind. Aber naja gut, wenn man halt Umwege fährt und das mit 50, dann dauert das mal ein bisschen länger. Ja, wieder mal ein Walmart. Hoffentlich haben die mein Brot oder zumindest Plümli oder irgendwas, was ich esse. Da steht zwar International Foods dran, die haben aber nur Mexican und Italian oder so. Leider kein Brot, kein Plümli. Oh yeah. Ich bin gerade auf Reserve gelaufen und muss jetzt schnell tanken. New Glasgow. Ey, ist ja echt schnieke hübsch hier. Das habe ich genau so erwartet. Finde ich geil. Der Wagen vollgetankt für $71,50. Juhu. Jetzt die wohlverdiente Kaffeepause. Ich komme mir vor wie in Schottland. Die Städte klingen auch so. Ich bin nachher in Inverness. So, davon habe ich mir 7 Pakete mitgenommen. Ist eine Mahlzeit. Gibt es aber jetzt nicht. Jetzt gibt es Brokkoli und Fisch. Inverness. Richtig nett. Schöner Sonnenuntergang. Ziemlich frisch. Ich glaube 11 Grad. Kurze Hose geht gerade noch, aber Flipflops nicht mehr so. Ey, hier ist 80 und du fährst 50 da vor mir. Die fährt langsamer als ich. Ich würde hier mit 65 lang fahren. Die fährt mit 53. Das ist ja nur gut für mich, aber what the heck, man. So ein Sonntagsfahrer fährt ja mit 50, ich fahre schon nur irgendwie knapp 70 und hinter mir drängeln die und der fährt jetzt hier 50, 47 und ich feiere total ab. Ich finde das so geil. Ich bin 3 Kilometer vom Ziel entfernt, den Rest kann ich auch laufen. Sonntagmorgen 7 Uhr, ich wasche mich jetzt schnell und dann düse ich hier wieder ab, bin wieder auf dem Campground. Kalt, 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 kalt. Aber bin gespannt, ob ich hier wieder rauskomme, ob das wieder so easy peasy ist wie die anderen Male. Ansonsten habe ich eine Ausrede parat. Im Notfall sage ich, das Visitor Center war gestern zu. Da steht, man kann Self-Registration machen oder man wartet, bis es auffahrt. Ich warte, bis es auffahrt, dass es erst um 8 aufmacht. Not my problem, dass ich um 7:30 abdüse. Mein Gott, habe ich scheiße geschlafen. Rücken tut weh. Okay, also frühstücken, Tee trinken, chillen und dann mal gucken, was hier so geht, wie das Wetter wird. Aber ich sehe schon die Sonne. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Ich bin jetzt hier im Nationalpark. Bin gespannt, wo es lang geht, was ich mache überhaupt. Ich habe ja keinen Plan. Wie immer. Richtig hübsch hier und ich bin so richtig glücklich. Das ist wieder einer dieser Momente, in denen ich so richtig, richtig glücklich bin, hier zu sein und das alles zu machen. Hier ist alle 2 Minuten so ein Sightseeing Point. Ich halte auch bei fast jedem an, weil man so einen tollen Blick hat. Sowas wie hier, da fahre ich doch nicht einfach dran vorbei. Thank you.
Richtig hübsch hier. Richtig, richtig hübsch. Jetzt fahre ich weiter. So, jetzt stehen wir hier einfach und gucken ein bisschen durch die Gegend. Mich stört das nicht wirklich. Motorradunfall. Jetzt 5, 2 Stunden ist es noch hell. Ich trinke jetzt noch einen Tee, lese ein bisschen und dann geht's weiter nach. Ich habe weniger, aber manchmal ist weniger ja auch mehr. Oder so. Naja, ich find's geil in meinem Van.